Vielen Dank, Frau Abgeordnete Goldbach. Für die Freien Demokraten hat sich der Abgeordnete Müller aus Heidenroth zu Wort gemeldet. Fast jede. AfD auch nicht. Nur die. Jede Fraktion sollte einen Müller haben. Frau Hofstadter, das ist ein schöner Einstieg. Frau Präsidentin Müller, Kassel, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema ist tatsächlich ein wichtiges. Ja, man kann es auch immer wieder diskutieren, wobei ich mich, als ich den Antrag gelesen habe und dann gehört habe, das wird der Setzpunkt der Linken, mich gefragt habe, was ist die genaue Intention dieses Antrags? Und ich hatte sehr schnell den Eindruck, dass es darum ging, alles so ein bisschen aufzuwaschen, was in den letzten Wochen diskutiert worden ist. Das kann man machen und man sollte es verantwortungsbewusst machen. Und deswegen war es so ein bisschen halbgar. Sie haben sich nicht so richtig getraut, Ihre Kritik an der Polizei zu äußern, konnten es aber auch nicht so richtig lassen. Der Einstieg deswegen mit der Rassismusdebatte, mit der Rassismusdebatte in den USA und das übertragen auf Deutschland, das war jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Das war noch. Ja, das ist die aktuelle Debatte, die ihr führt, aber das ist sie hier in Deutschland und in Hessen nicht, meine Damen und Herren. Die Zwiegespräche lassen wir jetzt mal. Der Abgeordnete Müller hat das Wort. Wir haben hier in Hessen seit Monaten und seit anderthalb Jahren die Debatte zu Drohbriefen. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und wir hatten ein rechtsextremes, eine Chatgruppe, von der einige schon suspendiert sind und die kontrolliert wurden. Und wir haben eine ganze Reihe weiterer Beamter, gegen die Ermittlungen gelaufen wurden. Viele dieser Ermittlungen wurden übrigens eingestellt. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Was zeigt, dass man versucht hat, alles aufzuklären, was aufzuklären geht. Und das ist auch etwas, was wir nachdrücklich erwarten. Weil das ist für die Akzeptanz und für das Vertrauen, das die Polizei braucht bei den Bürgerinnen und Bürgern und in der Gesellschaft, extrem wichtig. Aber diese Aufklärungsarbeit an der Stelle gibt es auch. Und die wird auch relativ transparent, wir diskutieren es ja regelmäßig auch im Innenausschuss, ausgeübt. Es gibt andere Bereiche, wo es nicht ganz so gut funktioniert hat. Das war insbesondere ist das in der Innenausschusssitzung, der Sondersitzung des Innenausschusses deutlich geworden, wenn die Ermittlungen und die Disziplinarverfahren nach den Abfragen aus den Polizeicomputern nach 5 Monaten erst eingeleitet werden oder entsprechende Vernehmungen. Da ist aber mehr die Staatsanwaltschaft im Boot. Ja, ich spreche auch die Defizite an. Die kann man auch ansprechen. Man muss sie auch sachlich ansprechen. Das muss besser werden. Deswegen haben wir auch im Innenausschuss einen Berichtsantrag eingereicht, der dankenswerterweise auch erst einmal auf der Tagesordnung geblieben ist, um diese Fragestellung weiterhin auch aus der Politik, aus dem Landtag heraus intensiv zu begleiten. Was wir allerdings nicht akzeptieren, ist, dass man aus all dem dann noch den einen Fall von Polizeigewalt, der zu kritisieren ist, der zur Suspendierung von 3 Beamten geführt hat in Frankfurt, und dann noch in den Antrag irgendwas von Racial Profiling reinschreibt, hier noch anfängt mit der Rassismusdebatte in den USA und dann versucht, damit ein Gesamtbild der hessischen Polizei zu stellen, das eben in ein negatives Bild gerückt wird. Und das werden wir nicht akzeptieren und da halten wir mit allem, was wir können, dagegen, meine Damen und Herren. Die Polizeibeamtinnen und Beamten, die draußen unterwegs sind und für unseren Schutz sorgen, haben unseren Rückhalt verdient. Und den bekommen sie auch. Und den sollte der Hessische Landtag hier auch aussprechen. Und der darf nicht dadurch verloren gehen, dass es in einzelnen Fällen Fehlverhalten gibt von Polizeibeamtinnen und Beamten, das restlos aufgeklärt und geahndet werden muss, um das Vertrauen in die Polizei aufrechtzuerhalten, meine Damen und Herren. Ich bin deswegen so ein bisschen, Sie haben es ja selbst auch zurückhaltend gemacht und dann aber trotzdem immer wieder eingeworfen, es sind so viele Einzelfälle und das soll irgendwas unter den Teppich gekehrt werden. Dann benennen Sie es doch, was unter den Teppich gekehrt werden soll. Was genau ist das? Haben Sie nicht gesagt, aber in den Raum geworfen. Und das ist das Subtile, mit dem Sie den Eindruck erwecken wollen, da stimmt irgendwas nicht in dem ganzen Laden. Und das lassen wir Ihnen so nicht durchgehen, weil ich glaube, dass die hessische Polizei
in der ganz, 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 ganz großen Mehrheit auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, eigentlich allesamt. Und die Fälle, in denen es auffällt, dass es nicht so ist, um die wird sich auch gekümmert. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, dass jemand, der nach 11 Stunden Schichtdienst nachts um 5, nachdem er schon mehrfach in Einsätzen beleidigt, bespuckt worden ist, angegangen worden ist, erneut aus einer Gruppe heraus angegangen wird, gespuckt wird, beleidigt und beschimpft wird, der dann ausrastet und Dinge tut, die er nicht tun darf, der suspendiert wird dafür, dass Sie das nicht verstehen, warum es dazu kommt. Das ist nicht zu akzeptieren und nicht zu respektieren. Aber man muss es zumindest verstehen, wie es dazu kommt. Und so viel gehört dann auch dazu, das zu sagen, meine Damen und Herren. Und das könnten auch die Linken sagen. Das würde zumindest dazu führen, dass wir vielleicht diese Debatte um die Polizei noch etwas ruhiger führen könnten, auch in Zukunft. Es ist eben eine sehr große Herausforderung, immer die Nerven zu bewahren, wenn man angegriffen wird, wenn man beleidigt wird, wenn zum Teil sogar provoziert wird und gerade eine solche Überreaktion versucht wird zu provozieren. Und trotzdem muss das in der Ausbildung, in den regelmäßigen Gesprächen mit den Dienstvorgesetzten, mit den Kollegen trainiert werden, dass man das aushält. Das ist die professionelle Arbeit, die wir von unseren Beamtinnen und Beamten erwarten. Aber wir wissen eben auch, dass es durchaus schwierig ist. Und wenn Sie es dann von den Linken nicht schaffen, auch das Thema Gewalt gegen Polizei zumindest anzusprechen oder nur anzusprechen, dass, oder dafür den Innenminister zu kritisieren, dass er diese Punkte auch benennt. An der Stelle muss ich sagen, ist es richtig, dass er sie benennt, weil die Beamtinnen und Beamten verdienen unseren Rückhalt, wenn sie angegriffen werden, im Einsatz für uns und für unsere Sicherheit in Hessen. Und dann dieses Thema ganz wegzulassen, das zeigt eben den Impetus und das Verhalten, die Positionierung der Linken gegenüber der Polizei. Wie gesagt, Sie haben es schon Forscher vorgetragen, heute war es so halbwegs zurückhaltend, weil so richtig konkrete Kritik, die 3 Beamten in Frankfurt sind suspendiert, die Ermittlungen laufen, so richtig konkret konnten sie nicht benennen. Da haben sie sich immer wieder geflüchtet. Viele Fälle unkorrekten Verhaltens werden verharmlost. War noch so ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, Herr Schaus. Welche? Dann kümmern wir uns darum, dann muss sich der Innenminister vor allen Dingen darum kümmern. Und wir werden auch Aufklärung fordern hier im Innenausschuss des Hessischen Landtags. Aber da muss man es konkret benennen, mit so unterschwelligen Sätzen, die es offen lassen. Das ist ein Sprachgebrauch, der, glaube ich, nicht weiterhilft. Ich kann nur sagen, wir stellen uns hinter alle Beamten, die für uns draußen unterwegs sind, die uns schützen, die ihren Dienst versehen unter schwierigen Rahmenbedingungen. Wir haben die Überstunden, wir haben die 12-Stunden Schichtdienste. Das ist eine lange Zeit. Es ist aber auch gewünscht. Wir führen ja auch viele Gespräche mit Präsidenten, aber auch nicht nur mit Präsidenten. Es macht auch Sinn, durchaus mal die Dienststellen der Polizei zu besuchen und mit denen auch zu reden, weil dort kriegt man auch noch ein bisschen mehr vom Tagesgeschäft mit. Und das ist jetzt keine Kritik an den Präsidenten, aber es ist einfach unterschiedliche Gesprächsführung, unterschiedlicher Blickwinkel. Und dann kriegt man auch mit, wo wirklich die Probleme liegen. Und dann kann man auch damit umgehen. Und dann versteht man auch, warum wir konkrete Vorschläge auch unterbreitet haben, wie man Fehlverhalten und Gewalt gegen Polizei auch schneller und konsequenter ahnden kann. Wir haben konkrete Vorschläge benannt, wie man es auf Seiten der Polizei die Verfolgung unter Umständen konzentrieren kann an einer Stelle, wie man auch eine Anlaufstelle schaffen kann, um eben dort Beamtinnen und Beamten, die angegriffen werden, auch mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können. Das gilt auch nicht nur für die Polizei, das gilt auch für den weiteren öffentlichen Dienst. Und wir haben auch Vorschläge im Bereich der Staatsanwaltschaft gemacht. Und ich glaube, wenn wir vorgelegt haben, dass wir für 3,6 Millionen Euro ein relativ flüssiges Konzept haben könnten, wie wir in Hessen schnell und konsequent Angriffe auf Polizeibeamte, auf Feuerwehr, auf Rettungsdienst, aber auch auf den öffentlichen Dienst darüber hinaus, auf Lehrer, auf Leute im Jobcenter, in der Arbeitsagentur ahnden könnten, dann wäre es durchaus der Rede wert, darüber mal weiter nachzudenken. Wir werden das Thema auch weiterhin im Fokus behalten. Ich glaube, dass die Anhörung in der vergangenen Woche, an der wir alle teilgenommen haben, nicht wir alle, aber alle aus dem Innenbereich, sehr deutlich gesehen haben, dass es dort ein großes Problem gibt, das auch größer wird in der letzten Zeit und dass wir uns da kümmern müssen. Wir haben hierfür konkrete Vorschläge vorgelegt und das gehört eben auch dazu. Ja, es gibt Fehlverhalten, aber es gibt auch viel Fehlverhalten gegenüber der Polizei und das muss man auch ansprechen. Und aus beiden Dingen, wenn man sich ernsthaft darum kümmert, ohne Ideologie, ohne Schaum vom Mund, wird dann ein taugliches Rückgrat für den Rechtsstaat mit einer Polizei,
die uns schützen kann auf der einen Seite, aber die sich auch an die Regeln hält und diese beachtet. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Für die Landesregierung hat jetzt der Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich komme nicht umhin, festzustellen, dass die Fraktion DIE LINKE bereits mit dem Titel ihres Setzpunktes erreicht hat, was sie offenbar sich vorgenommen hat, ein vollkommenes Durcheinander an Themen und Sachverhalten zu produzieren, bei dem am Ende letztlich die hessische Polizei in Gänze in Misskredit gezogen und beschädigt wird. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für die deutlich differenziertere Betrachtung sehr, sehr dankbar, auch wenn ich nicht in jedem Einzelfall das Fazit teile. Unbestreitbar stehen schwerwiegende Vorwürfe gegen Polizisten im Raum. Die Konnotation dieses Setzpunktes und die erfolgten Einlassungen dazu werden der Ernsthaftigkeit der Kollege Schaus des Themas jedoch nicht gerecht. Bei den Anspielungen, Unterstellungen, Verschwörungen, hat der Kollege Müller gerade schon gesagt, und ungelenken Winkereien gibt es dennoch Dinge, die feststehen und trotz laufender Ermittlungen als solche auch benannt werden können. Es geht hier im Kern um drei Dinge. Personen des öffentlichen Lebens, vor allem Frauen, auch unsere Kollegin, werden von einem oder mehreren Tätern auf widerliche Art und Weise bedroht. Aufgabe der Polizei in Hessen und vielen weiteren Bundesländern ist es hier, den oder die Verantwortlichen zu ermitteln und die Betroffenen bestmöglichst zu schützen. Es hat im zeitlichen Kontext dieser sogenannten NSU 2.0 Drohschreiben drei Abfragen von hessischen Polizeicomputern gegeben, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Ich wiederhole, die damit in Zusammenhang stehen könnten. Es hat darüber hinaus in den anderen Bundesländern oder in anderen Bundesländern offenbar auch Abfragen in diesem Kontext gegeben. Was bereits jetzt feststeht, ist, dass es Fehlverhalten bei einzelnen Polizeibeamten gegeben hat. Sie sind mindestens nicht sorgsam mit ihren persönlichen Kennungen umgegangen. Dieses Fehlverhalten wird nicht toleriert, und dieses Fehlverhalten wird Konsequenzen haben. Um zu verhindern, dass weitere Polizisten mit ihren Kennungen unsensibel oder gar nachlässig umgehen, haben wir die bereits vorhandenen umfangreichen Maßnahmen zum Schutz der polizeilichen Auskunftssysteme noch deutlich ausgeweitet. Passwörter wurden zurückgesetzt, der Datenschutz in den Dienststellen gestärkt und es gibt zusätzliche IT-Schranken, die das Risiko für unerlaubte Abfragen weiter minimieren. Zusätzliche biometrische Zugangsbeschränkungen prüfen und testen wir bereits. Das identifizierte Problem möglicherweise dienstlich unbegründeter Datenabfragen wird mit Nachdruck angegangen und behoben. Wir müssen uns nur bewusst machen, dass alle technischen Maßnahmen den Zugriff nur erschweren können. Wir sind darauf angewiesen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vorhandenen Vorgaben tatsächlich einhalten. Das muss vor allem in den Köpfen verankert sein. Unabhängig davon haben wir die Ermittlungen mit den polizeilichen Sonderermittlern gestärkt und stehen alle erdenklichen Mittel und Kooperationsmöglichkeiten zur Verfügung. Den engen Austausch mit den Polizeien der Länder und dem BKA dürfen Sie dabei unterstellen. Es geht also erstens darum, die Betroffenen zu schützen und zu unterstützen, zweitens die Täter zu ermitteln und zu bestrafen und drittens den Datenmissbrauch bei der Polizei bestmöglich zu verhindern. Das sind die wesentlichen Punkte, mit denen wir uns bei dem NSU 2.0 Drohmails zurzeit mit allerhöchster Priorität beschäftigen. Diese drei Aufgaben sind bereits hochkomplex, aber ich versichere Ihnen, dass die Strafverfolgungsbehörden nichts unversucht lassen, sie mit aller Kraft und Intensität zu bearbeiten. Wie schwierig das ist in gerade diesem Bedrohungssachverhalt und gerade mit diesen technischen Möglichkeiten, die das Internet und auch das Darknet bietet, das ist hier bereits angesprochen worden. Der eigentliche Punkt, um den es mir und ich unterstelle und habe es ja auch von einigen gehört, um den es auch den meisten von Ihnen geht, ist aber ein ganz anderer. Es geht doch viertens, meine Damen und Herren, um die Frage, was können wir tun,
damit die Polizei aufgrund der derzeitigen Vorwurfslage keinen dauerhaften Schaden nimmt. Es muss uns doch darum gehen, dass die vielen tausend Kolleginnen und Kollegen in Hessen, die sich mit all ihrer Kraft für unsere Sicherheit einsetzen, weiter ihren Job machen können. Es geht darum, das Vertrauen in die Polizei zu schützen und die Integrität der Organisation zu wahren. Das ist wichtig, meine Damen und Herren. Das ist wichtig für die Polizei, aber vor allen Dingen auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Das kann uns nur gelingen, indem wir die bisherigen Instrumente, die die Integrität der Polizei schützen sollen, auf den Prüfstand stellen und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen neue Instrumente entwickeln. Wir haben einen umfangreichen Maßnahmenkatalog mit und für die Polizei angestoßen. Einzelne Instrumente sind hier eben schon dargestellt worden, ob die Expertenkommission, der Polizeibeauftragte. Diesen Maßnahmenkatalog werden wir Schritt für Schritt umsetzen. Ich werde Sie hier und auch im Innenausschuss natürlich regelmäßig über die Fortschritte informieren. Es kann aber nicht unser Ziel sein, die Regeln für die Polizei so zu ändern, dass die Frauen und Männer nicht mehr ihre Arbeit machen können. Ein Auftrag, der mit absoluter Gewissheit bei jeder Beamtin und jedem Beamten früher oder später auch zu Konfliktsituationen mit Verdächtigen oder Straftätern führt. Dieser Konflikt, meine Damen und Herren, ist unvermeidbar. Er ist sogar immanenter Teil Ihrer Aufgabe. Recht und Ordnung durchzusetzen muss zuweilen auch mit den rechtlich gebotenen Zwangsmitteln erfolgen. Das gefällt nicht jedem, ist aber leider manchmal zwingend nötig. Die Grenzen hierfür, die, meine Damen und Herren, die sind der Polizei eng gesteckt. Sie genau einzuhalten, ist ihr Auftrag, dem sie tagtäglich nachkommen muss. Es ist so banal wie wahr. In jeder Uniform steckt ein Mensch. Und Polizisten machen Fehler, genau wie Sie, meine Damen und Herren, und ich auch. Weil wir aber unsere Polizei mit so weitreichenden Befugnissen ausstatten, muss es auch eine Fehlerkultur geben, die dieser Tatsache Rechnung trägt. Fehlverhalten muss konsequent geahndet werden und darf niemals beiseite geschoben werden, schon gar nicht mit dem Argument, dass der Job nun mal ein schwieriger ist. Wir dürfen aber nicht selbst den Fehler machen, polizeiliches Handeln von vornherein in Frage zu stellen. Die Polizei ist als Ausdruck des Gewaltmonopols mit der Durchsetzung des Rechts in unserem Rechtsstaat beauftragt. Hierzu ist es sogar gerechtfertigt, Zwangsmittel einzusetzen, und diese sind zuweilen notwendig. Das pauschal zu kritisieren, stellt nicht nur die Polizei, sondern den Rechtsstaat infrage. Wenn im Frankfurter Bahnhofsviertel verstärkt kontrolliert wird, ist das erst einmal kein Rassismus, sondern eine bewusste taktische Entscheidung, weil dort verstärkt Straftaten stattfinden. Wenn ein Polizist aber nur Menschen mit schwarzer Hautfarbe kontrolliert und das anlasslos und nur aufgrund dessen Hautfarbe, dann wäre es Racial Profiling. Das ist in Hessen ausdrücklich verboten, meine Damen und Herren. Wenn ein Polizist einen Randalierer, der Einsatzkräfte angreift, zu Boden bringt und fesselt, dann ist das erst einmal keine Polizeigewalt, sondern seine Aufgabe. Wenn er aber auf den gefesselten Mann am Boden eintritt, dann ist das ein Verhalten, das völlig inakzeptabel ist, nicht toleriert wird und Konsequenzen haben muss. Dies geschieht im aktuell hier auch beschriebenen Fall, meine Damen und Herren. Ein Blick in die USA zeigt, was passiert, wenn das Vertrauen in die Polizei erodiert. Die Gesellschaft spaltet sich in Lager. Mit dem Ergebnis, dass weite Teile der Bevölkerung dort die Schutzleute nicht als Freund und Helfer wahrnehmen, sondern Angst vor den Frauen und Männern in Uniform haben. Unser Bild vom deutschen und auch vom hessischen Polizeibeamten als Freund und Helfer ist kostbar und nicht nur Ausfluss unserer Geschichte, sondern gelebte Praxis in tausenden Situationen an jedem Tag in unserem Land. Nahezu alle Polizistinnen und Polizisten in Hessen und der Bundesrepublik können von Gewalt gegen sich selbst berichten und machen trotzdem ihren Job weiter, ohne sich zu beklagen. Die einen mögen sagen, das ist nun einmal ihre Arbeit. Wir wissen aber aus Umfragen, dass die Bevölkerung das nicht so sieht, ihrer Polizei dankbar ist und ihre Polizei mehr wertschätzt als jede andere Berufsgruppe in unserem Land.
Das ist doch angemessen. Am Wochenende haben wir vom couragierten Einsatz einzelner Beamter vor dem Reichstag in Berlin gehört und gelesen. Das ist von allen dankbar aufgenommen und gewürdigt worden. Wertschätzung ist auch angemessen, weil gerade auch die hessische Polizei erfolgreiche Arbeit leistet. Zurückgehende Anzahl von Straftaten, höchste Aufklärungsquoten und ja, der dritte Platz unter den Bundesländern bei der Kriminalitätsbelastung sind Leistung und Verdienst der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in Hessen. Dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar. Ich bin mir aber sicher, dass diese Dankbarkeit hier im Landtag und bei den Bürgerinnen und Bürgern weit überwiegend geteilt wird, trotz einzelner, auch schwerwiegender Vorwürfe, die aber konsequent verfolgt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Für eine zweite Runde hat sich für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben ja gehört, Expertenkommission, alles bestens jetzt in Hessen. Und dann haben wir vor wenigen Minuten, konnte man über die TAZ-Homepage lesen, TAZ-Recherche zum NSU 2.0, wieder Polizeidaten abgefragt. In diesem aktuellen Artikel, meine Damen und Herren, der oder die Täter, die hinter dem NSU 2.0 Drohnen stecken, haben erneut private Daten der bedrohten Anwältin Frau Basayildis erlangt. In einer mit NSU 2.0 der Führer unterzeichneten Mail von Ende Juni wird nach TAZ-Recherchen ihre aktuelle öffentliche, nicht bekannte Wohnanschrift in Frankfurt genannt. Es steht also der Verdacht im Raum, dass erneut persönliche Daten in einem Polizeisystem abgefragt wurden. Wenn das so ist, Konjunktiv, dann wäre das in der Tat ein handfester Skandal. Warum? Weil wir gehen ja davon, man kann eigentlich davon ausgehen, seit 2 Jahren wird Frau Basayildis mit diesen widerlichen Drohmails beeinträchtigt und belastet, dass diese Daten auch dann irgendwann gesperrt waren. Das ist ja das übliche Verfahren. Und als Absendername der Mail ist der SS-Obersturmbahnführer angegeben. Sie ist nicht direkt an die Anwältin gerichtet und liegt der TAZ vor. Meine Damen und Herren, die Zeitung wendet sich an das Kriminalamt, Innenministerium. Keine Antwort. Und den Ermittlern liegt die Mail seit Mitte Juli vor. Frau Basayildis wurde augenscheinlich, ob sie informiert wurde, dass ihre aktuelle Privatanschrift bekannt ist, wurde nicht beantwortet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten am 21. Juli eine mehrstündige Sondersitzung des Innenausschusses. In der Kürze der Zeit habe ich das Protokoll jetzt überflogen. Mir ist nicht aufgefallen, Herr Innenminister, dass Sie uns über diesen aktuellen Fall informiert haben. Weil Mitte Juli, 21. Juli, und das könnte schon durchaus der Fall. Ja, ich rede im Konjunktiv. Sie müssen nicht gleich sagen, Sie könnten ja mal ein Interesse an der Aufklärung haben, Herr Berlin. Das wäre ja mal ein ganz produktiver Ansatz. Wir wollen das aufklären. Und nicht gleich wieder dazwischen, Berlin. Das Einzige, was Herrn Berlino einfällt in dieser ganzen Affäre, ist, wenn Oppositionsabgeordnete etwas hinterfragen und kritisieren, das sei Populismus. Das sieht Frau Basayildis sicherlich ganz anders, und die Kollegin Frau Wissler muss das auch anders sehen. Hören Sie auf mit diesem billigen Argument, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weiter schreibt die TAZ in einer aktuellen Mail von der Nacht zum Donnerstag, also unterstelle ich, dass das von gestern zu heute war, weist der NSU 2.0 ungefragt explizit auf die Adressänderung der Rechtsanwältin hin. In der Antwortmail auf eine TAZ-Presseanfrage heißt es, sie sei mittlerweile in Frankfurt umgezogen, also Zitat, hilft ihr aber nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, offensichtlich geht doch das ganze Theater weiter. Offensichtlich geht doch das ganze Theater weiter. Und dem Herrn Berlino von der CDU fällt nur Populismus ein. Das, was wir jetzt erwarten, sind Ermittlungserfolge der hessischen Sicherheitsbehörden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht mehr und nicht weniger. Und was wir auch erwarten,
dass man mit den Betroffenen und Bedrohten vernünftig umgeht. Weil dass das eine große Belastung ist, glaube ich, können wir vielleicht nicht nachvollziehen. Wir können es erahnen. Weil wenn man mit widerlichen Drohmails bedroht werden, und es ist zu Recht darauf hingewiesen, es sind überwiegend Frauen, dann muss endlich auch etwas passieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich, Herr Innenminister, werden Sie die Gelegenheit haben, da kann ich die Taz beruhigen, Sie werden uns natürlich mitzuteilen haben, ob Daten aus Polizeicomputern dafür möglicherweise missbraucht wurden und warum Sie uns dann auch nicht in der Sondersitzung des Innenausschusses über diesen aktuellen Vorfall informiert haben. Ich muss mich ein Stück weit im Konjunktiv bewegen, weil Sie haben ja gesagt, Sie informieren uns laufend. Das kann ich an der Stelle jetzt jedenfalls nicht bestätigen. Und deswegen, Herr Innenminister, hier im Plenum des Hessischen Landtags haben Sie die Gelegenheit. Wir nehmen uns auch alle Zeit der Welt, daran soll es nicht scheitern, weil ich finde, es muss endlich Licht in dieses Dunkel gebracht werden. Die widerlichen Drohmails müssen aufhören. Wir brauchen endlich Erfolge an dieser Stelle und nicht nur immer Bemerkungen wie Populismus von Herrn Bellino. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Nächster Redner in der zweiten Runde ist der Abgeordnete Hermann Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe aus der Diskussion zur Kenntnis genommen, dass, wenn man sozusagen differenziert hier argumentiert, dann irritiert man sozusagen die anderen Fraktionen, aber letztendlich bleiben sie bei ihrem vorgefertigten, festen, eingestampften Bild und kritisieren das dann auch noch. Also Kollege Müller habe ich so wahrgenommen, Kollegin Goldbach habe ich auch so wahrgenommen. Ich sag mal, ich weiß, egal wie wir es machen, wir machen es Ihnen nicht recht, dass der Innenminister sozusagen das alles anders bewertet, was ich gesagt habe, das überrascht mich jetzt nicht, weil Sie stehen unter Druck, Herr Innenminister. Von Ihnen und mit Ihrer Person ist die Aufklärung von NSU 2.0 sowas von verbunden, sowas von verbunden. Da kommen Sie nie mehr raus. So, und deshalb, meine Damen und Herren, ist das, was der Kollege Rudolph jetzt aufgeworfen hat, das ist die konkrete Frage. Herr Minister, Sie haben von 3 Abfragen gesprochen aus Polizeisystemen. Sind das nicht etwa 4 mittlerweile? Wenn Frau Bascha-Yildiz, die in der Zwischenzeit umgezogen ist, noch nicht mal ihren Nachbarn ihre neue Adresse mitgeteilt hat, aber in einem Drohschreiben von NSU 2.0, das identisch ist, weil die Beschreibung der Taz stimmt, das identisch ist mit den Absendern der über 80 Drohschreiben, die unsere Kollegin, die Frau Beider und die Frau Bascha-Yildiz immer noch erhalten. Es gibt auch neue Drohschreiben gegen diesen Personenkreis. Dann frage ich, und in diesen Drohschreiben die Adresse, die neue Adresse von Frau Bascha-Yildiz, die niemand bekannt ist, und die offensichtlich ja gesperrt sein muss im System drinsteht, dann haben Sie zu erklären und dann haben Sie aufzuklären, warum das so sein konnte und wo das herkommt. Und da hätte ich gerne Antwort, weil in der Tat ist mein Eindruck, dass die Ermittlungsarbeit nach wie vor eher im Laissez-faire-Stil stattfindet als in einem konkreten Aufklärungsstil. Wie kann es denn sein, dass Zeugen über Monate, weil sie Polizeibeamte sind, nicht verhört werden? Wie kann es denn sein, dass im einen Fall im Polizeirevier 1 die Polizeibeamtin als Beschuldigte geführt wird, in den anderen Fällen aber nur als Zeugen? Das sind doch Fragen, die auch beantwortet werden müssen. Und insofern, Herr Müller, insofern, das müssen Sie auch zur Kenntnis nehmen, finde ich, insofern erwarten wir Antworten. Und ich erwarte im Übrigen noch eine weitere Antwort von Ihnen, Herr Minister. Mitte Juli sei den Behörden dieses neue Drohschreiben mit der neuen Adresse von Frau Bascha-Yildiz bekannt geworden. Herr Rudolph hat darauf hingewiesen, am 21.07. hatten wir die Sondersitzung des Innenausschusses. Jetzt gucken wir mal, was Mitte Juli ist. Für mich ist Mitte Juli um den 15. rum. Wir haben in dieser Sondersitzung des Innenausschusses haben Sie dazu keine Stellung genommen.
War Ihnen das zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt? Wann ist Ihnen das bekannt geworden, dass es mit der neuen Adresse entsprechende Drohschreiben gibt? Und wann werden wir informiert? Wir haben wieder die Situation, wie in allen anderen Fällen überhaupt wieder, in allen, die wir angesprochen haben, nicht nur bei NSU 2.0. Wir erfahren es aus der Zeitung, und vom Minister erfahren wir nichts. Und wir hätten gern jetzt und hier und heute eine Antwort von Ihnen. Danke schön, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner ist der Abgeordnete Alexander Bauer für die CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte mich ja gewundert, wenn es nicht zu dem erwarteten Gefühlsausbruch von Kollegen Schaus kommen würde. Aber ich will einen Gedanken aufgreifen, der in der Debatte jetzt hier vorgetragen wurde. Und zwar, der Herr Kollege Rudolph hat ja gefordert, dass die Polizei jetzt endlich Ermittlungserfolge vorlegen soll. Und wir sollten das parlamentarisch am besten hier beschließen, dass wir am besten jetzt einen Antrag formulieren, dass hier der Hessische Landtag erwartet, hat das formuliert, dass die Hessische Polizei jetzt den oder die Täter festnimmt. Das ist die Erwartungshaltung, die er hier geäußert hat. Ich kann dazu nur sagen, die Polizei unternimmt alles Menschenmögliche, um dieser Aufgabe nachzukommen. Aber sie sollte den Rückenwind und die Rückendeckung aus diesem Hause erfahren und nicht die Verunglimpfung und die Frage, ob sie denn genug tut oder nicht tut. Die Polizei in Hessen macht alles, um diese Täter auch habhaft zu werden. Wir haben Vertrauen in den Rechtsstaat, in die Arbeit unserer Polizei. Und deshalb ist auch die Frage, Herr Kollege Rudolph, was jetzt an neuen Fällen sozusagen jetzt Sie hier in die Debatte reinbringen, von dem Sie ganz überrascht jetzt aus der Taz erfahren haben, dass Sie in dem Taz-Artikel schon längst zitiert sind und dann so hier überrascht tun, als wäre das eine völlige Neuigkeit. Sie stehen da mit Namen schon in der Taz drin. Das heißt, ja, ja, und, da wissen Sie doch schon Bescheid, was da passiert ist, oder? Und die Frage, ob die sich hier hinzustellen und den Ahnungslosen zu geben und dabei mitgewirkt zu haben bei der Entstehung des Artikels, das sind doch zwei Paar Schuhe. Es ist doch völlig klar, dass die hessische Polizei natürlich schwer damit belastet ist, ob und in welcher Form die Datenabfrage von Hessen Polizeicomputern in einem sachlichen Zusammenhang steht mit den Drohmails. Der Innenminister hat deutlich gemacht, dass es zu diesem Datenmissbrauch, zu dieser widerrechtlichen Abfrage gekommen ist, keine Frage, und dass dem mit aller Härte und allem Nachdruck nachgegangen wird. Diese Verfehlungen werden nicht toleriert, sie werden geahndet, und zwar disziplinarrechtlich und auch strafrechtlich. Daran besteht kein Zweifel. Ob aber diese Verbindung, die Sie unterstellen, ob diese Verbindung zu den widerlichen Drohmails, die von keinem hier infrage gestellt worden sind, zu der Bedrohung einer Kollegin, ob die in dem Zusammenhang unmittelbar stehen, ist noch längst nicht außer Mittel und bewiesen, Herr Kollege. Und auch je öfter Sie diesen Knochen hier vortragen, diesen abgenagten, wird er deswegen nicht glaubhafter. Die Polizei toleriert kein Fehlverhalten. Und wir tun alles, um dieses Fehlverhalten entsprechend auch zu ahnden. Es ist doch völlig klar, meine Damen und Herren, dass hier die Frage von Frau Basayildiz höchste Priorität genießt und dass wir auch dafür Sorgen tragen werden, dass wir Datenmissbrauch ausschließen. Aber wir können es nicht ausschließen, da ist dieser Begriff schon ein falsches Wort. Wir können ihn erschweren. Denn der Innenminister hat in seiner Einlassung im Innenausschuss mehrfach deutlich gemacht, dass wir die Hürden des Missbrauchs immer höher setzen können. Aber ob die Person, die an diese Daten herankommt, diese Daten dann widerrechtlich weitergibt und eine Straftat begeht, das können wir tatsächlich nicht ausschließen, weil die Kriminalität in den Köpfen der Menschen sich eben nicht per Parlamentsbeschluss verbieten lässt. Wir können alles tun dafür, und es wurde schon getan mit Ad-hoc-Maßnahmen, dass wir die Frage der Zugangskennung erschweren, dass wir die rechtlichen Konsequenzen verdeutlichen, dass wir den Datenschutz etwas optimieren, dass die Datenschutzbeauftragten mehr Kompetenzen bekommen, dass die Vorgesetzten die Stichproben erhöhen. All das wurde praktiziert in den Ad-hoc-Maßnahmen. Und dass wir jetzt auch schon testweise einführen, was ja hier auch mehrfach schon angesprochen wurde, dass wir die Authentifizierung, die Zugangskennung entweder per biometrischen Daten, per Fingerabdruck generieren künftig, damit wir genau wissen, wer fragt denn diese Daten ab. Das können wir genau herausarbeiten. Wer sitzt vor dem Computer? Aber was er mit dieser Erkenntnis macht,
Das ist wiederum die Frage von krimineller Energie, und das können Sie auch parlamentarisch und mit dem besten Innenminister der Welt eben nicht entscheiden und auch nicht verhindern, meine Damen und Herren. Und deshalb ist ganz klar, es wurde deutlich, dass in einem Polizeikörper mit 15.000 Persönlichkeiten und Personen es nicht gänzlich auszuschließen ist, dass es auch Missbrauch und widerrechtliches Agieren gibt. Aber es besteht für uns als CDU-Fraktion kein Zweifel daran, dass wir alles dafür tun werden, um diese entsprechende Frage aufzuklären. Denn wir sind ja selbst betroffen. Dieses Hohe Haus ist doch betroffen durch die Bedrohung einer Kollegin. Und wir als CDU-Fraktion sind ja ganz besonders betroffen, weil wir darunter leiden, weil wir einen Kollegen, der hier auf diesen Plätzen saß mit Dr. Walter Lübcke, den wir zu Grabe tragen mussten, der auch Opfer geworden ist von rechten Terror in diesem Land. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass irgendjemand aus der CDU-Fraktion es toleriert, dass hier Nazi-Banden in Deutschland oder in Hessen mörderisch durchs Land zieht, meine Damen und Herren. Das ist doch unser gemeinsames Anliegen, so etwas zu verhindern. Und deshalb glauben Sie doch nicht allen Ernstes, dass dieser Innenminister es zulassen wird, dass rechtsradikale Umtriebe in der hessischen Polizei geduldet werden. Wir sind die leidtragende Fraktion mit dem ersten politischen Mord eines Politikers hier in Hessen auf hessischem Boden. Und wir leiden sehr darunter, dass wir diese entsprechende Erfahrung machen mussten. Einen rechtsradikalen Mord. Ich will es nicht aufhängen. Deshalb, ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren, haben wir das Zutrauen, dass die hessischen Behörden und die hessischen Sicherheitsorgane gut ausgestattet sind, dass sie gute Arbeit leisten und dieses entsprechende widerliche, entsprechende rechtsmissbräuchliche Vorgehen auch aufklären werden. Ich bin da sehr zuversichtlich. Und die Debatte und Skandalisierung hier in diesem Hohen Hause trägt zur Aufklärung des Sachverhalts nun mal nichts dazu bei, meine Damen und Herren. Danke, Herr Kollege Bauer. Das Wort hat Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Den Taz-Artikel, den Sie gerade zitiert haben, ich konnte ihn noch nicht lesen, weil ich aus Respekt sozusagen vor der Debatte und den Abgeordneten zugehört habe. Aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ein Taz-Artikel über einen Vorgang, der gerade im Hessischen Landtag debattiert wird, sozusagen dann während der Debatte veröffentlicht wird. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Seitens der Soweit ich Kenntnis davon habe, sind die Fragen, die Taz an das Landeskriminalamt gerichtet hat, auch beantwortet worden. Aber das muss ich sozusagen, da müssen Sie mir jetzt nachsehen. Das kann ich innerhalb von 5 Minuten nicht überprüfen, ob das alles so erfolgt ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass seitens der hessischen Polizei fortlaufend überprüft wird, ob unerlaubte Datenabfragen im Zusammenhang mit NSU 2.0 Drohschreiben erfolgt sind. Zusätzlich erfolgt bei Bekanntwerden eines Drohschreibens eine sofortige Gefährdungsbewertung und die Überprüfung der gegebenenfalls bereits laufenden Schutzmaßnahmen. Betroffene Personen in Hessen werden durch das Bedrohungsmanagement der hessischen Polizei umfassend betreut. Und ich kann Ihnen sagen, dass es bisher zu 3 unerlaubten Abfragen von hessischen Polizeicomputern gekommen ist. Keine weiteren. Das ist mir heute noch vom Landespolizeipräsidium bestätigt worden. Insofern will ich Ihnen gerne sozusagen zusagen, dass wir sämtliche Fragen, die in diesem Artikel sozusagen ansonsten noch aufgemacht werden, selbstverständlich im Nachgang auch noch einmal überprüfen werden und werden Ihnen, wie Sie das von uns gewohnt sind, von mir gewohnt sind im Innenausschuss oder, wenn es ganz dringlich ist, sogar unter Obleuten darüber berichtet bekommen. Aber was ich jetzt soweit zu dem sagen kann, was Sie gerade hier aufgeworfen haben, das dürfte Sie ja zumindest schon mal ein Stück weit beruhigen, dass die Tatsachen so sind. Wie gesagt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass ein solcher Artikel während der laufenden Debatte erscheint. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 58. Ich gehe davon aus, dass wir den Antrag in den Innenausschuss verweisen. Das ist der Fall.